Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen des Hohen Hauses. Der Kollege Lokpatka hätte mir gewundert, wenn er nicht schon wieder unzufrieden gewesen wäre, dass die Opposition eine Initiative hier im Hohen Haus setzt und das vielleicht zu einem unpassenden Zeitpunkt. Aber man muss halt Dinge, und es geht ja nicht um eine, um die Person des Botschafters, der da besetzt worden ist, und das hat der Kollege Kasseck auch betont, es gibt überaus qualifizierte und sehr gute Botschafter und Botschafterinnen und das Personal ist sehr gut. Hier geht es um die politische Verantwortung bei einer Postenversetzung, die rechtswidrig durchgeführt wurde, und dafür trägt der Herr Bundesminister nun einmal die Verantwortung. Ob wir das jetzt für gut empfinden oder nicht, aber diskutieren werden wir das schon wohl noch dürfen. Und es stimmt ja nicht so, wie der Kollege Lopatka gesagt hat, dass der Fehler sofort repariert wurde, der da offensichtlich als Eintagsfliege erstmalig vorgekommen ist. Nein, mitnichten. In der Anfragebeantwortung, hätte es der Kollege Lopatka je gelesen, steht ihm überhaupt nichts davon, dass man die missglückte Bewerbung bzw. Ausschreibung oder letztlich Bestellung reparieren möchte. Die Anfragebeantwortung von der ersten bis zur letzten Beantwortung versucht, das einzuzementieren und zu begründen, dass die Personalentscheidung richtig und rechtens gewesen ist. Da steht nicht, dass die Neuausschreibung erfolgt, wobei ich mich frage, Herr Bundesminister, warum Neuausschreibung? Es gab ja eine Ausschreibung und Sie haben selber in der Anfragebeantwortung geschrieben, dass es 14 geeignete Bewerber und Bewerberinnen gegeben hat. Wozu brauchen wir dann neue Beschreibungen? Sie brauchen nur bestellen, nämlich die Richtigen, die korrekt sich beworben haben, gesetzeskonform und qualifiziert sind. Und da gibt es sehr, sehr viele gute Kandidaten. Nicht so lange ausschreiben lassen, bis die richtige Person rauskommt. Das ist genau das, was wir nicht wollen in dieser Republik. Und wenn Sie hineinschreiben noch in die Anfragebeantwortung, dann ist das ein Alarmsignal, wo da steht, Sie waren der Meinung, dass die allgemeine Formulierung drin gewesen wäre, in der Ausschreibung, dass man entsprechend dem Mobilitätsgesetz im Ausland auf die Möglichkeit einer Besetzung entsprechend des Mobilitätsprinzips des Bundesministeriums auch jemanden benennen kann, der sich nicht beworben hat für eine Funktion. Sie waren der Meinung, das steht immer drin. Na, hoffentlich steht das in Zukunft nicht drinnen, weil das wäre ja der Blankoscheck, jenseits einer Ausschreibung etwas vorzunehmen. Und genau das wollen wir eben nicht. Diese Anfragebeantwortung ist fast ein Alarmsignal. Sie sind erst klüger geworden, nachdem die Medien aufgesprungen sind und Sie, der schon ertappt gewesen ist, dann mehrfach darauf angesprochen haben. Erst dann haben Sie gesagt, wir werden es reparieren. Sie reparieren einen Fall, den Sie gar nicht reparieren brauchen, weil es ist nichts kaputt gegangen. Es haben Sie 14 qualifizierte Leute beworben, die Sie nicht bestellen wollen. Gesetzwidrig, würde ich jetzt einmal sagen. Und Sie waren nicht nur, sind nicht nur Außenminister, sondern waren einmal Kanzler dieser Republik. Und da erwarten wir uns als Österreicher und Volksvertreter schon, dass man sich an die Gesetze hält. Und dann haben Sie in der Öffentlichkeit noch was Falsches gesagt. Und das ist auch ein Grund, warum man hier das bespricht. Sie haben gesagt, es war ein einzelner verirrter Fall. Herr Bundesminister, Sie sind offensichtlich der einzige verirrte Fall in dieser Bundesregierung, der das glaubt. Aber in diesem Land glaubt das niemand. Alleine, der Kollege Kassiger sagt, Sie werden das auch gegen der Büro- und Pressesprecher vom Herrn Bundeskanzler Kurz, der immer den Bundeskanzler im Tor betrug, hat sich auch nicht beworben und ist am 15. Dezember ohne Bewerbung zum Botschafter ernannt worden. Ein zweiter einzelner verirrter Fall. Alle aus dem Dunstkreis des Ministeriums vom Herrn Kurz und seiner Leute. Und um das geht es letztlich. Es geht nicht darum, ob der Kollege Lienert qualifiziert ist oder nicht, sondern es geht darum, ob sich der Herr Minister an Gesetze hält oder nicht. Und das relevieren wir hier. Und hier ist auch der richtige Platz, das zu besprechen. Ja, und die Grünen haben ja mitgewirkt. In der Vorbesprechung zum Ministerrat haben sie es durchgewunken und im Ministerrat haben sie es noch mitbeschlossen. Die ehemals
Ich meine, den fahnengeheften Antikorruption. Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist vorbei, die 5 Minuten sind zu Ende. Ich bringe noch den Antrag, dass diese Anfrage nicht zur Kenntnis genommen wird, ist schriftlich auch gestellt worden, Herr Präsident. Ich ersuche, diese Nichtkenntnisnahme zur Abstimmung zu bringen.